So, herzlich willkommen auf dem Sartento-Kanal. Einige Pickups heute von der Woche. Paket von meinem Freund der Waschbär ist schon gekommen. Da waren wir heute im Nextiros in Saarbrücken, haben auch noch ein paar Sachen gefunden. Habe ich eben auch nochmal angerufen, noch was zurückgelegt, was ich gedacht hatte, ich hätte es. Und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, die Gewinnspielauflösung. Fangen wir schnell an, weil das ist ein bisschen was. Als erstes habe ich bei eBay in einer Auktion die Big Box von Super Metroid ersteigert. Zustand ist okay. Fehlt aber jetzt noch das Innen zu Spieleberater in einem Top-Zustand. Modul hatte ich von der Classic OVP. Und in dem Paket mit dem Metroid der OVP, also dieser Big Box, waren noch ein paar Anleitungen, die habe ich jetzt nicht alle gar rausgesucht, also so 7, 8 SNES-Anleitungen. Und den Spieleberater von Mystic Quest war noch dabei. Und dieses Poster. Von Metal Marine, was in die OVP gehört. Und mit Postern OVP weiß jeder, ist es ja oft schwierig. Da hat es gepasst, dass ich wirklich aus Zufall in einer anderen eBay-Auktion zwei Spiele ersteigert habe, unter anderem Metal Marines. Und müsste mit Anleitung sein. Ja, Anleitung ist drin. Ja, die ist nämlich so toll. Aber ist noch okay. Modul aber im Top-Zustand. Okay, ein bisschen Aufkleberreste. Metal Marines. Auch kein so günstiger Titel. Ich habe das halt gebundelt. Der Mann hatte mehrere Sachen. Ich kann jetzt nur die SNES-Sachen zeigen. Weil Poster kommt dann jetzt hier rein. Ist das komplett. Ich habe die Pakete auch alles, was gekommen ist, müssen aufmachen. Upsi. Weil einige Weihnachtsgeschenke für Mina oder Viola drin sind. Die möchte ich jetzt halt noch mit zeigen. Ja, das Metal Marines und das Robocop, also das Spiel, was gleich kommt, zeige ich und sage ich den Preis. Ja, wie schön. Mach ich nachher. Das war jetzt zu anstrengend. Das ist das zweite Spiel. Robocop 3 für den SNES in OVP. Und Zustand ist okay. Ist hier hinten ein kleiner Abriss. Aber die Frontcover ist einwandfrei. Und ist auch, ja, ich sag jetzt komplett, weil man, das ist auf jeden Fall mit Anleitung, hier ist sie. Auch noch okay, kleines Eselohr hinten. Das gibt dann bestimmt irgendwie was. Modul, sehr guter Zustand, keine Vergilbungen oder ähnliches. Wir haben eben gesagt, im Deal waren noch ein paar andere Spiele, die ich jetzt nicht zeigen kann. Und wenn ich es ungefähr ausrechne, habe ich jetzt für diese zwei Spiele um die 60 Euro bezahlt. Was völlig okay ist, weil das Metal Marines kriegst du in OVP selten unter 50. Und Robocop ist auch nicht der günstigste Titel, also ich tippe auch so um die 50. Und dadurch, dass ich das Metal Marines halt komplett machen konnte mit dem Poster, wird das Spiel natürlich schon ein bisschen teurer. Ja, dann machen wir heute alles ein bisschen durcheinander, weil das kommt jetzt gerade als nächstes. Mina und ich waren heute Morgen im Nextiros in Saarbrücken. Habe ich eben auch schon wieder angerufen, weil mir ein Spiel fehlt, weil ich dachte, ich hätte es. Und der nette Besitzer legt mir weg bis am Dienstag. Da habe ich hier einmal Syndicate OVP für die SNES mal mitgenommen. Ich glaube, lose hatte ich, habe ich es auch schon, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber die OVP wusste ich, fehlt mir auf jeden Fall und sah ganz gut aus. Anleitung habe ich es dabei, ich habe dort vor Ort nicht reingeguckt. Ja, Anleitung ist dabei und du, es sieht gut aus.
Ich sag dann am Schluss, was ich bezahlt habe für alles. War jetzt nicht ein maler Schnapper, aber in solchen Läden kannst du ja auch nicht einen riesen Schnapper erwarten. Da geht es mir darum, ein paar Sachen für die Sammlung wieder zu finden. Dann für die Dreamcast Headhunter. Mir dann sich ausgesucht. Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Ja, beide CDs drin. Wir müssen immer klären, ich schaue immer zu Hause. Dann für die NES Match Rider. Modul, guter Zustand. Dann für die SNES lose Power Rangers. In dem Fall die Fighting Edition. Ja. Modul in gutem Zustand. Kann man nichts sagen. Fehlt mir halt noch in der Power Rangers Sammlung. Habe ich auch kein einziges in OVP. Alles lose, was ich bisher von denen habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel es gibt. Ich glaube 4. 3 habe ich, glaube ich. Dann ist fürs Wischen in der WhatsApp-Gruppe habe ich noch was genommen. Zeige ich jetzt natürlich nicht. Dann Milan den ersten Teil von Dino Crisis für die PlayStation 1. Ja, haben wir einen zweiten Teil. Teil 1 hat uns gefehlt. Hat Milan gefunden, war natürlich gut. Und dann, ganz cool, fehlt mir auch komplett. Justice League für die SNES-Lose kriegt man auch nicht so oft. Nicht der günstigste Titel, ist klar. Aber wenn man es mal findet oder solche Sachen, hole ich es mit. Hätte ich natürlich lieber ein OVP, solche Spiele. Aber man kann nicht alles immer ein OVP haben. Wir haben jetzt für das Ganze mit dem Wichtel-Ding 140, glaube ich, bezahlt. Was völlig okay ist. Wie gesagt, erwartet dort auch nie einen Schnapper. Wir fahren dort einmal im Monat hin, ein paar Sachen für die Sammlung einfach kaufen. Entweder von Geld, was wir uns rausgewirtschaftet haben, mit anderen Deals, das gebe ich offen zu, gehen wir dann dort aus. Oder gönnen uns einfach mal sowas, oder die Oma bezahlt mir dann ein Spiel. Oder wie auch immer. Einmal im Monat sind wir auf jeden Fall meistens dort. Ich fahre halt eben Dienstag noch das eine Spiel holen. Und wenn mir das in der Sammlung fehlt, ein OVP. So, hier, Kiste von meinem Freund, dem Waschbär, ist schon gekommen. Ich kann deins leider erst wegschicken, Franz, wenn von Eule das Paket da ist aus Berlin. Weil dort sind noch Sachen drin, die quasi an dich weitergehen. Eule sein Paket kann ich jetzt aber fertig machen, weil da habe ich heute alles bekommen. Also Eule, deins geht am Montag raus. Kommt jetzt noch drauf an, wer das Gewinnspiel in der WhatsApp-Gruppe gewinnt. Da spielt Milan und ich später Smash Football. Ihr habt ja beide auf Milan gesetzt, du und der Leguan. Finde ich sehr fair. Franz, seine Kiste habe ich schon kurz aufgemacht und habe auch die Weihnachtsgeschenke für Milan rausgezogen. Danke, Franz, für einen fairen Tauschdeal in dem Fall mal wieder. Ich habe jetzt gar nichts bezahlt und habe sogar noch ein Spiel bei Franz liegen, was er im Nachhinein gekriegt hat. Ein SNES-Spiel in OVP. Also vielen, vielen Dank, Franz. Bist echt der Händler meines Herzens. Auch wenn andere Händler des Grauens sagen, was ja immer nur Spaß ist. Als erstes ein Weihnachtsgeschenk für mich. Mache ich natürlich auch mit auf. Erster Weihnachten. Eine Big Box fast nicht rein, Franz. Schade, da ich es nicht aufmachen kann. Aber bleibt liegen, kommt ins Wichtelpaket, was von Lego angekommen ist schon. An dieser Stelle ganz liebe Grüße raus an meinen kleinen Fan, Christian, seinen Sohn, dem Lego, an seinen Sohn aus Regensberg, Damien. Gehört, du hast Geburtstag, der Papa kriegt ja noch ein Paket von mir. Da lege ich da was Cooles rein. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zum 6. Geburtstag. Finde ich cool, dass du die Videos guckst mit deinem Papa. Fangen wir an mit Franz, sein Paket. Also wie gesagt, ist alles reiner Tauschdeal. Er hat von mir eine PS1 bekommen und eine Gamecube-Lose und noch ein paar lose Module, was ich rumfliegen hatte, doppelte und ja, PlayStation 2 Titel, 3 Titel, alles Mögliche. Alles, was ich halt doppelt hatte oder ja, eigentlich nur doppelte Sachen. Von ihm bekommen haben wir
Abgesehen von Milan seinen Weihnachtsgeschenken, die ich da noch mit eingetauscht habe, mache ich an Weihnachten ein extra Video. Destruction Derby War Real für die PlayStation 1. Dann nochmal für die PlayStation 1 Dracula Resurrection. An dieser Stelle, das fühlt sich so an, als wäre es komplett, auch noch mit Süßigkeiten. Ja, das ist mal mit Anleitung. Und was das Destruction Derby fühlt sich an, als wäre es ohne Anleitung. Nein, Franz, ich habe dir Unrecht getan. Nur mit kaputter Hülle, aber das ist kein Problem. Dann für die GameCube Spyro's Hero's Tale. Auch mit Anleitung. Schöner Zustand. Das war auch, glaube ich, aus dem Slot, den du da angekauft hast, glaube ich, das einzige Spiel, was im schönen Zustand war, wenn ich mich recht erinnere. Dann für meine Gitarre, die ich für einen Fünfer mal geschossen habe, in OVP, zu vervollständigen. Legends of Rock. Guitar Hero 3. Auch komplett, sehr schön. Damit ist die Gitarre wieder voll und wird mich wohl verlassen. Also wird nicht wohl in der Sammlung bleiben, die Gitarre. Ich wollte es nur vollständig verkaufen. Ich habe die erst für günstig Geld bekommen. In so einem anderen Verkaufsladen. Und ja, der Platz hier ist eh immer dünn gesät bei uns. Ja, wird mich wahrscheinlich verlassen. Dann lose Module, wo ich mir eigentlich sicher bin, sie fehlen mir. Wenn ich es jetzt in der Hand habe, bin ich mir nicht mehr sicher, ob mir dieses fehlt. Das ist einmal World Cup Striker SNES für die Lose. Zustand ist okay. Da muss ich gleich in der App gucken, ob mir es wirklich fehlt. Was mir auf jeden Fall fehlt, ist das zweite, was du mir geschickt hast, Franz, ist Treue Can Man Football. Dieses lose Modul habe ich auf keinen Fall. Und mit dem ganzen Kram, was da jetzt kommt, werde ich wohl echt die 300 Spiele erreichen bis Ende des Jahres im SNES-Bereich. Dann Wii-Spiel. Bin ja eigentlich nicht der Wii-Spieler, aber sammle Resident Evil so ziemlich jedes Spiel, was es gibt. Und habe da auch schon ganz schön viel für PS1, PS2, PS3, GameCube, Wii, DS3, ja, alles mögliche, PS4. Dies ist auf jeden Fall die Dark Side Chronicles für die Wii. Auf jeden Fall sehr schöner Zustand mit Anleitung, mit allem. Ja, ich habe halt eine Wii da, aber ich glaube, dass das mein siebtes Wii-Spiel. Habe halt eben keinen Bezug zu der Konsole irgendwie. Ich weiß, die spielt man, glaube ich, mit der Knarre. Oder kann es mit der Knarre spielen, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wird auf jeden Fall mal reingespielt. Das war es schon. Oder war es schon? Das war es. Ich habe halt eben auch schon ein paar Sachen rausgeholt. Außer dieses hier. Wie immer, wir schicken uns ja immer Bier, wenn wir uns gegenseitig in unserer WhatsApp-Gruppe was schicken. Und gucken wir mal, was für Leckerei er mal da wieder reingerupft hat. Landskron Pilsner. Das ist natürlich cool. Und ein schönes Feldschlösschen Pilsner. Sehr schön. Franz, teste ich, selbstverständlich. Das Feldschlösschen hast du ja schon öfters drin gehabt. Das schmeckt gut. So, und jetzt zum Schluss die Auflösung des Gewinnspiels für das F-Zero und OVP. Moment. Also um dieses ging es. 14 Leute haben teilgenommen. Ich habe jedem eine Nummer gegeben, wie man sieht. Alle Nummern sind hier drauf. Jeder Zettel die gleiche Größe. Durcheinander sollte es eigentlich schon sein. Aber ich mache es nochmal durcheinander. Dün, 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 dün. Den machst du einmal noch einmal. Ich weiß nicht, hoffentlich sieht man das jetzt ein bisschen.
Ich würde ja sagen, Milan zielt, aber der traut sich schon vor die Kamera. Puh, ich hole einfach eins raus. Das ist die Nummer 7. Und zum Vergleich jetzt hier Nummer 14. Nummer 5. Noch eins mache ich auf. Nummer 13. Noch eins. Nummer 3 und so weiter. Die Nummer 7 ist Monkey D. Also lieber Monkey D, schreibt mich einfach unten bei den Kommentaren mal an. Und dann erstmal herzlichen Glückwunsch zum F-Zero und OVP. Ich hoffe, es fehlt da in der Sammlung und ist nicht nur rein zum Resellen gedacht oder wie auch immer. Ich weiß, in unserer WhatsApp-Gruppe bist du nicht. Auf dem Discord von Retrobil bist du, glaube ich, auch nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Dann schreib mich dort an oder hier in den Kommentaren. Erstmal noch Danke an 100 Abonnenten, jetzt 106. Und als Ankündigung sollten wir 150 Abonnenten hinbekommen, wird das nächste NES-Spiel in OVP verlost. In diesem Sinne sind jetzt noch etliche Pakete unterwegs. Aber auch da, die kann ich nicht live Unboxing machen, weil viele Geschenke drin sind. Ja, wie gesagt, kommt ein Weihnachtsspecial, was wir da noch so bekommen haben. Ja, wünsche euch allen ein schönes Wochenende, schöne Vorweihnachtszeit, schönen ersten Adventmorgen. Und ganz liebe Grüße gehen noch raus an meine Arbeitskollegen, den Bippis, den Andi, den Michel Lauer aus Frankreich, der es immer guckt. Und ganz besonders meinen Freund King. King leider nur Pepsi-Coke, es ist noch zu früh, ich hatte gestern ein paar Bier. Nächstes Video trinke ich für dich extra einen Whisky-Cola. King ist auch Sänger von einer Band. Den werde ich mal fragen, ob er mir Musik macht für meine YouTube-Videos. Das ist halt eben Punkmusik, aber die dürfte ich dann auf jeden Fall locker nutzen fürs Intro. Ja, wünsche euch allen eine gute Zeit. Bei 150 neues Abo, neues Gewinnspiel. Abonniert, Daumen hoch oder auch nicht. Prost, euer Hannes. Ciao.